Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Domkeeper, wo ich mich heute zum vorerst letzten Mal am Prestige-Modus versuchen werde. Simples, aber gar nicht so leicht zu erreichendes Ziel, mit der Rakete dem Planeten entkommen, auch wenn das hier nicht das Hauptziel des Prestige-Modus ist. Möchte ich es gerne wenigstens einmal geschafft haben. Oder auch nicht. Das wird sich in dieser Session entscheiden. Nachdem wir wahrscheinlich wieder irgendeinem Alien auf den Kopf fallen mit der Kuppel. Und los geht's. Das würde ich jetzt mal voraussetzen, überhaupt keine Upgrades zu machen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, was wir mal probieren können. Wie weit wir allerdings ganz ohne Upgrades kommen werden, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber wenn wir zumindest schon mal genug haben, um zu entkommen, können wir natürlich auch immer noch austarieren, vielleicht noch ein paar Prestigepunkte dazu zu verdienen. So, aber erstmal möchte ich hier den Überblick gewinnen. Wann kommt die nächste Angriffswelle? Und wie viel hält die Kuppel noch aus? So, hier graben wir noch einmal durch. Danach gilt wieder die jede dritte Etage-Regel, um hier möglichst effizient vorzugehen. Und wenn ich wirklich keine Upgrades mache, das weiß ich noch nicht hundertprozentig, dann tut auch hier Eile Not. Beziehungsweise Effizienznot. So sehr beeilen kann ich mich ja gar nicht. Wenn ich nicht wenigstens einen besseren Bohrer habe. Aber das scheint mir auf jeden Fall ein sinnvolles Upgrade zu sein, den Bohrer zu verbessern vielleicht. So, das müsste der Schiff eigentlich aushalten. Und das tut er auch. Na komm. Und hier bitte einmal komplett durchgraben. Komm schon. Das Ende. 1, 2, 3. Ich habe auch schon wieder was gefunden. So, hier geht es dann später weiter. Das dauert zu lange. Riskieren wir schon wieder meinen Erfolg hier. Komm schon, der Schild wird das aushalten. Zumindest fast. So, hier bitte einmal weitergraben. Ist schon wieder fast zu viel. Aber das geht gerade so. So, hier wäre noch Kobalt. Gut, dass ich da nochmal hochgetackert habe. Kobalt ist auf jeden Fall zwingend erforderlich, damit wir den Planeten verlassen können. Ich will tatsächlich mal gucken, wie lange halte ich das hier aus? Ohne Upgrades. Ich glaube, ich versuche wirklich mal gar keine Upgrades zu machen. Gar keine. Das so aus, ich auf der Erfolg hat. In Kürze werden wir es erleben.
Wichtig ist, dass ich den Kobalt nicht zur Reparatur verschwende. Naja, verschwenden. Wenn ich sterbe, hat auch keiner was davon, oder? Eins. Das ist natürlich nicht viel. Das ist nicht viel. Ich dachte, ich würde hier mindestens zwei Kobalt rausbekommen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, brauchen wir zwei Kobalt und 30 Eisen, um hier irgendwie weiterzukommen. Oder was heißt weiterzukommen? Um zu entkommen. Entkommen ist, wie gesagt, dabei eigentlich gar nicht das Spielziel, sondern der Bergbau und in dem Fall hier noch Prestigepunkte. Weil entkommen, warum? Wir sind ja freiwillig hierher gekommen. Offensichtlich. Bin nicht irgendwie gestrandet oder abgestürzt. Ich sehe was. Okay, das nehmen wir mal alles gleichzeitig. Es wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht irgendwie wegkommen würden. Wasser. Okay, das nehme ich noch mit. Und dann geht es schon wieder auf zur nächsten Anwesenheit. Immer mit der Rübe auf die Scheibe oder was macht der da? Ganz ohne Upgrades. Da habe ich mir aber was vorgenommen. Mir selbst eine Herausforderung gesetzt, die möglicherweise gar nicht erfüllbar ist. Wir werden sehen. Mit Wasser könnte ich aber zumindest mal den Wellenmultiplikator, glaube ich, erhöhen. Da ich Wasser zum Abheben nicht brauche, würde ich das mal ausnehmen. Das ist zu schwer, ne? Ich denke, ein Bohrer-Upgrade wird das Mindeste sein, was ich nehmen muss. Oder? Naja, noch bin ich nicht so weit, dass wir irgendwelchen Zwängen ausgesetzt sind. Ah, gerade noch ein bisschen Moment. Glück gehabt. Das gucke ich aber trotzdem hier nochmal rein. Verbesserung. Hier mit einem Wasser, was macht das? Plus ein Basisprestige je Welle. So, ich brauche es nicht zum Wegfliegen, ne? Also nehmen wir das. Nur, ja, ich hoffe, ich muss keinen Kobalt für irgendwelche Reparaturarbeiten ausgeben.
Es sei denn, ich würde natürlich jetzt noch mehr als einen Kobalt finden. Wenn das so ist, dann ist natürlich klar, dass wir auch ein bisschen reparieren können. Tja, aber besser. Aber erstmal haben und nicht nur wollen, nicht wahr? Okay, also jetzt zumindest mal wieder Eisen. Ja, da muss ich nochmal wiederkommen, da geht mir nämlich die Zeit schon wieder aus. Da ich mich weder schneller noch effizienter gemacht habe. Das beeindruckt die Gegnerwellen allerdings, glaube ich, nicht. Die werden trotzdem genauso schwer. Wahrscheinlich so sein, dass ich reparieren muss. Obwohl ich nicht genug Kobalt habe. So, Prestigepunkte. 15, ne? Die Hälfte an Eisen, was wir brauchen zum Start, liegt bereits vor, aber die Kuppel ist schon über die Hälfte beschädigt. Nicht optimal. So, kommt mal mit. So, hier wird auf jeden Fall nochmal an den Rand gegraben. So, zwei. Na komm, grab! Das ist natürlich alles unheimlich zeitaufwendig jetzt mit dem einfachen Bohrer. Prestige ohne Upgrades. Wissen wir schon mal, wie die Folge heißt. Wahrscheinlich dann nicht nur Prestige ohne Upgrade, sondern Prestige ohne zu überleben. Wenn ich gut, was ich gemacht habe. Zu viel Zeit verschwendet. Runde auch noch mal überlebt. Von wo habe ich denn da gebohrt? Achso. I know where I have gebohrt. Very well. Ah. Los, gib mir all dein Eisen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. So, und ich denke, wir müssen reparieren. So, 21 von 30. Aber einmal reparieren, bitte. Trotzdem fraglich, ob wir das irgendwie schaffen. Halt! So, wo geht's los? Da geht's los. Ihr dürft nicht auf meine Kuppel.
Das war nochmal so eine Einführungsrunde neuer Gegner. 10 Punkte. Ihr bleibt hier liegen. So, Wasser. Ein Relikt, ein Relikt, ein Relikt. Okay, mal gucken, was rauskommt. Oh, und hier liegt Kobalt, Wasser. Okay, komm. Bin gespannt, was wir hier bekommen. Komm da raus. Ach, jetzt hängt er da fest. Komm, 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 komm. Oh Mann, zu langsam. Ja. Also der Kondensator macht Wasser. Da wissen wir schon, dass es Käse. Den Bohrbär kann ich jetzt auch nicht gebrauchen. Ich schredder es tatsächlich jetzt. Würde ich sonst nie machen, aber bei dieser ganz speziellen Runde schreddere ich das Ganze hier zu Kobalt. So, halt. So, verbessern. Da können wir noch einmal mit Kobalt reparieren. Oh wei. Okay, ihr da hinten müsst zuerst weg. Ihr richtet mir zu viel Schaden an, wenn ihr auf die Kuppel springt. Okay, Kobalt zu reparieren ist erforderlich. Und um wegzukommen. So, wie viel Kobalt? Erstmal machen wir hier, graben wir hier mal fertig durch. So, komm, was ist hier an Wasser drin? 2. Und Kobalt? 1. Das ist wirklich weniger, als ich mir erhofft hatte. Ich hatte eigentlich gelesen, Kobalt soll mehr so am Rande dieser Stollen sein, aber im Grunde kann ich das bisher so nicht bestätigen. Jetzt müsste ich schon 2 Wasser reinpacken, um hier mehr Basisprestige zu bekommen. Kann man denn alleine mit Wasser noch irgendwas anderes machen? Nein, da braucht man immer noch Eisen dazu. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Runde überleben, ohne die Kuppel zu reparieren. Das ist eine schwere Entscheidung, weil wenn ich jetzt sage reparieren, dann bin ich gezwungen, auf jeden Fall noch eins zu finden, um wegzufliegen. Andererseits brauche ich auch noch eine ganze Menge Eisen. Also, einmal reparieren wenigstens. So, die Rakete fliegt weg. So, Daumen drücken heißt jetzt. Wir arbeiten uns von Welle zu Welle. Losgelassen, verdammt. Kostet mich das Kopf und Kragen. Um Himmels Willen. So würde ich keine weitere Runde überstehen.
ist natürlich die Frage, ob hier zufällig noch irgendwo Kobalt rausfällt. Ansonsten, ich vermute schon, es wird keine Option sein, den Prestige-Modus zu spielen, ohne irgendein Upgrade. Allerdings, mit ein bisschen Glück, könnte das natürlich auch trotzdem funktionieren. Oder vielleicht auch mit etwas mehr Talent, als der Jason Dax das hat. Gut, ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Zurück. Zurück, 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 zurück. Schneller, 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 schneller. So, dann hier noch einmal Basispunkte. Und noch einmal Reparatur. Jetzt bräuchte ich wieder 2 Kobalt, das wird aber noch 7 Eisen fehlen. Das sieht nach wenig aus, ist aber eine ganze Menge. Himmel, ein neuer Gegner, der auf die Kuppe ballert und das kostet ganz schön viel Schaden. Das ist ganz schön viel. Ne? Gedönsrad. Verdammt, ich hätte nicht versuchen sollen, den Felsen da aufzuhalten. Okay. Letzte Chance wahrscheinlich hier. Oh. Das Spiel ist verdammt gnädig mit mir. Jetzt zieh es natürlich durch, ne? Mit keinen Upgrades. Jetzt zieh ich das natürlich durch. Ich könnte natürlich vielleicht noch ein bisschen Zeit rauskitzeln, indem ich irgendwelche, das Schild noch verstärke oder die Kuppel noch verstärke. Möglich wär's. So, dann kommen wir auch langsam in Schichten, wo der Untergrund noch härter wird. Und somit mein Fortkommen noch langsamer. Okay, ohne Ausbeute zurück an die Oberfläche. Ich könnte natürlich hier noch Punkte rausholen. Basisprestige zur Welle, pro Welle. Aber nein. Ich unterliege einfach mal den wahnwitzigen Gedanken, wir könnten das hier vielleicht doch überleben. Los, ihr schickt mir nichts anderes mehr als die hier. Ich kann ja einigermaßen gut zielen. Ne? Wow. Unfassbar. Ist das ein Zeichen, dass wir die Welle noch überlebt haben? Ist es ein Zeichen? Ist es ein Zeichen? Ey. Vorwärts, das ist gut. Ah ja. Okay, hier unten geht es noch weiter. So, 1, 2, 3, 4. Los, schneller, komm, ich muss einliegen lassen.
Oh nee. Habe ich zu viel mitgeschleppt am Anfang? Weg. Nee. Das scheitert schon an der Menge der Gegner. Da war das Ende nicht zu vermeiden. Ja, mein Rang bleibt unverändert. Ich hätte natürlich das ganze Material noch in höheres Prestige packen können. Aber die Hoffnung, dass wir hier wegkommen, stirbt an der Stelle ja zuletzt. Aber was auf jeden Fall stirbt, ist die heutige Spielsession. Und ja, wir sehen uns aber auf jeden Fall wieder in Domekeeper, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende Push-Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Einstweilen bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.